Hallo, mein Name ist Friederike Funke und ich möchte euch heute eine besonders vielseitige Künstlerin und liebe Kollegin vorstellen, die Johanna Kellerer, auch bekannt als Jojo oder immer fröhlich. Hallo. Und wir haben uns vor vielen, vielen Jahren beim Tanzen kennengelernt und bei wilden Feuershows. Aber du hast schon ganz früh eigentlich in deiner Schulzeit hast du mit Körperausdruck gearbeitet. Was war denn das Erste, was du gemacht hast? Also das Erste, was ich gemacht habe in meiner Schulzeit, war eigentlich rhythmische Sportgymnastik. Ja. Also ich habe schon im Kindergarten einfach gerne getanzt und mich verkleidet. Und dann hat meine Mama das Gott sei Dank entdeckt, hat sie gedacht, es muss irgendwie gefördert werden und hat mich dann in die rhythmische Sportgymnastik gesteckt. Und ich hatte das Glück, dass die Trainerin nicht von der Sportseite kam, sondern Tänzerin war. Und da habe ich natürlich eine super Ausbildung eigentlich bekommen. Habe ich dann im Nachhinein sehr geschätzt. Und ging das dann gleich nahtlos in den Bauchtanz über? Oder hast du da noch andere Sachen zwischendrin mit dem Tanzen noch andere Sachen gemacht? Also es kam dann, das sollten wir alle, bei der Sportgymnastik sollten wir noch Ballett machen. Ui. Zusätzlich. Und nachdem meine Mama Musiklehrerin war, habe ich auch ein Instrument natürlich zunächst mal lernen sollen. Und bin also einfach musikalisch auch aufgewachsen und geprägt. Und vom Tanzen her hat mich dann einfach alles interessiert. Ich habe dann auch Modern Dance gemacht und Afro und alles, was ich halt gefunden habe, habe ich ausprobiert. Wow. Muss man sagen. Und dann habe ich eigentlich den Bauchtanz entdeckt als Jugendliche. Und was mir da eben so gefallen hat, war einfach erstens mal diese Art der Körperbeherrschung, weil man da ja isoliert einzelne Körperteile bewegt. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, dass man so eine Kontrolle hat, weil das Gymnastische oder das Ballett ja doch eher mit den Extremitäten arbeitet und so eine Schiene ist. Da ist der Unterschied, ja. Ja, und es geht zum Körperzentrum und man bewegt eben einzelne Körperteile, während man andere anders bewegt und so weiter. Das fand ich sehr faszinierend von der Koordination her erstens mal. Und zweitens mal war es auch natürlich, gerade wenn man dann zur Frau reift, einfach sehr hilfreich, weil ich auch einen sehr weiblichen Körperbau habe. Und das war beim Ballett und bei der Gymnastik natürlich immer, ging es immer darum, nicht so dick zu werden und nicht so rundlich. Und ich glaube, jetzt ist es Gott sei Dank auch anders. Aber damals war es halt schon noch so eine, wie heißt die, Twiggy oder so, Figur gewollt dafür. Und die habe ich einfach nicht. Und insofern kam mir das sehr entgegen, weil ich mir gedacht habe, ja, das schaut ja nur gut aus, wenn man irgendwie fraulich ist. Und das war natürlich auf alle Fälle toll. Und man kann jede Menge auch über Rhythmus lernen. Das, was ich weiß, ist, dass bestimmte Rhythmen auch ganz bestimmten Körperbewegungen zugeordnet werden. Das heißt, man macht nicht einfach nur so, vielleicht beim Gypsy Dance, sondern man muss richtig lernen, die einzelnen Rhythmen auch zuzuordnen. Das ist sehr, sehr aufregend und sehr, sehr spannend auch. Und du hast auch schon früh schon ein Instrument gelernt. Was war das denn? Also im Kindergarten habe ich Flöte schon gespielt, aber zu Hause natürlich selbst war auch eine begeisterte Nasenflötenspielerin. Ich erinnere mich, dass ich schon gerne herumgeforscht habe, was man anders machen kann, was mir dann später für den Clown wieder zugute kam. Ich habe da ein Heft, wo ich eine Nasenflüterin dazu gemalt habe, weil ich dachte, so kann man doch auch Flöte spielen. Ja. Ja, und dann, aber es war eigentlich nicht das habe ich selber mit meiner Mama einfach probiert. Und das erste Instrument, was ich an der Musikschule dann gelernt habe, war lustigerweise Hackbrett. Oh, ich weiß aber gar nichts mehr, ehrlich gesagt, außer vielleicht die C-Dur-Tonleiter.
Ja, und zwar kam das einfach, weil ein Mädchen im Dorf Hackbrett gespielt hat und das habe ich sehr bewundert und dann wollte ich das auch machen. Aber ich muss zur Erklärung nochmal dazu sagen, so ein Hackbrett, das hat unglaublich viele Seiten, die alle gestimmt werden müssen. Also das, was ich so kenne, sind so 110 Seiten und dann hat man zwei Schläger und schlägt alle einzelnen Seiten an und hat noch zwei verschiedene, also links und rechts, die unterschiedlich gestimmt sind. Also Hackbrett ist ein sehr spannendes Instrument. Ich würde es eigentlich von der Technik her, obwohl es anders ist mit der Schlagetechnik, wo auch nochmal Rhythmus anders dazukommt, schon mit der Harfe eigentlich auch vergleichen. Mhm. Wo die Harfe halt einzeln gezupft wird und das Hackbrett geschlagen wird. Sind beides so ganz traditionelle Folk-Instrumente, die in der bayerischen Musik, aber genauso überall in Europa, eigentlich in der Volksmusik beheimatet ist und auch immer noch gespielt wird. Ja, in der orientalischen Folklore ist es mir dann wieder begegnet oder bei diesen Balkan-Sachen wird es ja auch verwendet, gell? Ja. Aber wie gesagt, das war mehr eine Schwärmerei für ein Mädchen als ein Vorbild, ja. Aber letztendlich hat all, also deine rhythmische Ausbildung, dein körperliches Ausdrucksinteresse eigentlich doch dazu geführt, dass du ja dann am Mozarteum studiert hast. Was hast du da ganz genau gemacht? Da habe ich Musik- und Tanzpädagogik studiert am ORF-Institut. Das ist eine Abteilung vom Mozarteum in Salzburg. Genau, und das ehrlich gesagt, habe ich das verdrängt ein bisschen am Anfang, dass da Pädagogik dabei ist. Ich habe mir einfach gedacht, super, da habe ich Gesangsstunden und Rhythmusstunden und Trommeln und Tanzen und alles. Aber es zieht natürlich auf Pädagogik hin. Und da musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber es war schon toll, dass ich dort so viele künstlerische Fächer hatte einfach. Und ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne Musical oder sowas gemacht. Da hätte ich mich aber nicht getraut, mich zu bewerben. Ich dachte, ich muss da erst mehr lernen, dass ich mich bewerben kann und habe dann später erfahren, dass es normal umgekehrt ist. Also, dass man ungebildet eigentlich dann in eine Musical-Ausbildung geht. Die schauen, hat man Talent und dann formen sie einen und dann kommt eigentlich ja was. Also es sind einige von der, die nicht mehr aktiv waren, dann zu dem Studium gekommen. Aber ich denke schon immer manchmal ein bisschen kompliziert. Und im Endeffekt war es richtig, weil es war, dieses Institut ist gegründet worden von Karl Orff. Und das war ja schon immer auch, ging es um kreativen Ausdruck sehr. Und so konnte ich halt meinen eigenen Weg finden und das ist mehr das eigene Kreativsein auch angeregt worden. Also klar, was Vorgegebenes zu machen. Jetzt hoffe ich, ihr habt gut zugehört, weil das Wichtigste, was ich denke, was Johanna erzählt hat, ist, traut euch. Traut euch, fragt, mehr wie ein Nein oder da muss man jetzt erst noch so Papiere vorbeibringen, kann eigentlich nicht passieren. Und nur so kann man auch rausfinden, was brauche ich noch, um auch Künstlerin zu sein oder was brauche ich noch, um an so einer tollen Schule vielleicht angenommen zu werden? Einfach immer fragen, ganz wichtig. Ja, da hast du jetzt aber eigentlich mit deiner Pädagogik, hast du ja tolle Grundlagen dafür gekriegt, auch für letztendlich dein soziales Engagement. Was ich weiß, ist, dass du als Clown-Doktor im Krankenhaus unterwegs warst. Magst du was davon erzählen? Ja, ich war 5 Jahre lang bei den Clown-Doktors in Salzburg. Bin ich auch eigentlich zufällig hingekommen. Es waren dann im Endeffekt einige ehemalige Studienkolleginnen und Kollegen, die ich dort gekannt habe. Deswegen habe ich mir mein Stück angeschaut und mir da schon gedacht, naja, diese Humorseite jetzt nach dem Tanzen, nach Unterrichten, nach Musikunterrichten und Musik machen, diese Humorseite, dieses nicht immer perfekt und gut sein müssen, wobei ich beim Clownsein auch
perfektionistisch bin, aber dieses aus dem was machen, was daherkommt und spielerisch umgehen und Spaß haben an dem, was nicht klappt, das hat mich dann natürlich schon sehr interessiert und fasziniert. Und durch Zufall bin ich dann tatsächlich dort gelandet. Also hatte ich wirklich Glück und bin dort gelandet. Und das Tolle ist erstens mal natürlich, dass man Menschen, die in einer misslichen Lage sind, was Gutes tut da im Krankenhaus. Aber künstlerisch ist es halt auch toll, weil man geht in ein Zimmer, man weiß nur ganz rudimentär, was einen erwartet dort. Also man kriegt schon ein bisschen vorher Infos, wer da drin ist, aber ganz wirklich nur ganz rudimentär. Und dann improvisiert man mit dem Partner zusammen und kann dann aber alles einbringen. Also tanzen, singen, Spaß machen, mit Sprache spielen. Mit der Situation muss man halt einfach umgehen und schauen, was Positives und Lustiges rauskommt. Genau. Oder auch sehr sensibel manchmal. Natürlich. Mhm. Ist nicht immer nur lustig. Weil man kriegt auch ein gutes Gespür, was braucht derjenige jetzt. Mhm. Und das ist für mich erst eine wahnsinnige Hürde gewesen und ist es auch immer noch, weil ich immer gern vorbereitet bin. Und wie gesagt, was mich am Bauchtanzen fasziniert hat, war diese Kontrolle über den Körper. Und ich möchte natürlich auch kontrollieren, wie dann Shows ablaufen und so weiter. Und das kann man dort eben nicht. Man muss reingehen und loslegen. Ja. Dass das wirkliche Leben einfach eine sofortige Reaktion hervorruft. Also dass das eigentlich, dass man in den Flow kommt. Ne, dass man in Kontakt mit dem anderen Menschen ist, für den man auch auftritt oder mit, weiß ich nicht, manchmal sind ja mehr Leute in einem Zimmer oder so. Und es können ja dann ganz faszinierend schöne Sachen passieren, dass man vielleicht alle zusammen was singt oder ja, und dann geht man hinterher so ganz beflügelt eigentlich wieder raus. Also ich finde das ganz großartig und also die Clowns, Doktoren oder überhaupt Menschen, die so mit Comedian, also mit Varieté und so arbeiten, die finde ich immer ganz, ganz hervorragend. Denn in unserer Zeit braucht man das einfach. Wir brauchen viel mehr Freude und Spaß. Ja, und für uns alle war natürlich die Corona-Zeit im ersten Jahr mit dem Lockdown besonders schwierig. Und da konntest du ja gar nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Und was hast du dann mit deiner Clownin gemacht? Also das erste Jahr, muss ich sagen, war für mich gar nicht so schlimm, weil das hat mich eigentlich sehr, sehr angetrieben, Dinge anders zu machen. Und zwar haben wir sofort auf online umgestellt. Ich habe ja hier auch das Glück eben mit meinem Mann, der ist nicht nur Ritterfestveranstalter, sondern hat eben auch ein Filmstudio und kann streamen und bietet das auch alles an. Und es war für uns super, weil wir haben uns sofort zusammengetan, was auch schön war, weil wir mal so ein richtiges gemeinsames Projekt hatten, wo nicht jeder eigenständig seine Sachen macht, sondern wirklich zusammenarbeiten. Und dann haben wir Online-Dienste, wollten wir eigentlich machen. Das ging aber wegen Datenschutzsachen im Krankenhaus nicht direkt als Dienst. Also ich wollte eigentlich direkt Zoom-Sitzungen, da hat das noch fast keiner benutzt und gekannt, mit den Kranken machen. Ging nicht, dann haben wir eben einfach Sendungen entwickelt mit den Clowns-Kollegen. Und dann auf YouTube direkt in die Krankenzimmer ist es dann viermal in der Woche gestreamt worden. Und daraus ist dann, als das wieder im Krankenhaus die Dienste wieder möglich waren, aber geblieben, dass mein Mann und ich gesagt haben, wir machen weiter mit der Immer Fröhlich. Die hat dann einfach sich zu einer eigenständigen Figur und Moderatorin entwickelt und hat da einfach jetzt ihre eigene Sendung beibehalten. Und wir haben es wirklich ein Jahr durchgezogen, jede Woche. Wunderschön. Also ich habe das auch geguckt, weil es so einen Spaß macht, die Immer Fröhlich. Und vor allen Dingen empfehle ich euch das kleine Podcasterl über die Kunst. Das ist besonders gelungen. Das ist ja, die liebe ich. Die Immer hat entdeckt, dass sie eigentlich Künstlerin ist. Also
bildende Künstlerin, was ich im echten Leben überhaupt nicht bin. Aber sie traut sich da alles und macht auch einfach und ist sehr gescheit auch. Und ja, man findet es auf YouTube auf immer fröhlich, muss man eingeben, zusammengeschrieben.tv, im Internet auf die Homepage und dann den YouTube-Kanal. Wir haben euch alles verlinkt. Das ist total leicht. Ah, ja. Und ja, jetzt wissen wir, dass die Johanna ganz viel nicht nur mit ihrem Körper arbeitet, also über Tanz und Ausdruck und verschiedene Figuren, sondern auch ganz viel mit Sprache. Als Autorin, dann macht sie eigene Lieder und du arbeitest aber noch mehr mit Sprache. Also ich weiß, dass du halt ein Estelle Voice Training gemacht hast. Kann man jetzt, ich jetzt zum Beispiel, kann ich bei dir auch einen Unterricht buchen oder so? Bist du da auch Dozentin? Ja, also ich habe mein Studium damals eh mit Stimme abgeschlossen. Also ich bin im Studium vom Tanz weggekommen. Hm. Zur Stimme hin, weil ich Gefühl habe, das hat noch mehr mit mir zu tun. Mhm. Und habe meinen Abschluss dann auch in Stimme gehabt und dann auch 7 Jahre lang Schauspieler zum Beispiel unterrichtet. Und ich hatte aber immer das Gefühl, mir fehlt noch was. Also als ich die Schauspieler unterrichtet habe, habe ich gemerkt, mit der klassischen Belcanto-Methode kann ich da eigentlich nicht arbeiten. Also manches, aber die brauchen auch was anderes. Also habe ich selbst dann sehr viel Sprechtraining noch gemacht, also Unterricht genommen, dass ich überhaupt deren Welt verstehe, sagen wir so. Und mir hat immer noch so ein Verbindungsstück gefehlt zwischen Sprechen und, ich sage jetzt mal, schön singen, also klassisch singen. Und das habe ich dann über das Estelle Voice Training jetzt geschlossen, diese Lücke. Beziehungsweise schließe sie immer noch, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Ich sag's euch, Sprache und Stimme ist so ein faszinierendes Feld. Also es sind nicht nur, also manche lieben ja die Instrumente und all diese verschiedenen Möglichkeiten, die man über die Instrumente hat, aber die Stimme selber ist genauso wie Tanz ein ganz eigenes Universum, wo man ganz viel mitmachen kann und sich selbst auch erfahren. Wie rede ich, wie spreche ich, wie drücke ich mich aus und ja, also Sprache ist auch für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Element gewesen. Und da freue ich mich drauf, in der Zukunft noch mehr von dir zu hören und vielleicht machen wir auch mal was zusammen. Ja, gerne. Soll ich noch kurz ein bisschen erklären, was das ist, das Estelle Voice Training? Oder? Das genau, also der Name Estelle Voice kommt von einer Sängerin, die das entwickelt hat sozusagen, die sich eben auch immer, Joe Estelle hieß die, hat eine aktive Karriere gehabt als Sängerin und auch als Lehrerin und hat aber dieselbe Frage im Herzen bewegt wie ich. Was tue ich da eigentlich und warum klingt so und nicht anders und warum ist das richtig und das nicht? Und ist dann nach ihrem aktiven Gesangsleben nochmal an die Uni forschen gegangen und hat dann wirklich sozusagen das Latein für Sänger da herausgefunden, genau geguckt, was passiert in der Kehle, mit welchem Teil, wann, wo und wie klingt es dann. Und das ist einfach so faszinierend, weil als ich studiert habe, hieß es noch, man hat eine Stimme, man muss die natürliche Stimme finden. Und ich fand schon immer, das ist bei mir nicht so, weil ich so vielseitig bin und auch meine Stimme wirklich nach Tagesverfassung so anders war und ich konnte es dann oft nicht mehr wieder herholen. Also, und also ich habe da schon das Gefühl gehabt, ich habe so viele Stimmen. Und dann wirklich jetzt da auch in dieser Methode die Legitimation zu kriegen und da wird es eben so betrachtet, dass man die Summe aller Teilchen, aller beweglichen Teile da drin ist die Stimme und natürlich kann ich die verändern. Ich kann total meinen Stimmklang verändern und damit auch das, wer ich bin eigentlich. Und es ist halt sehr faszinierend, weil man das wirklich übers Handwerk lernt. Also
es ist gar nicht so psychologisch dann, du klingst halt so, und, sondern du hast, kriegst einfach Optionen und kannst damit umgehen. Und es ist wirklich sehr faszinierend. Und das macht ja gerade einen guten Schauspieler auch aus, dass ich in verschiedene Rollen schlüpfe und um die wirklich auch darstellen zu können, dann halt meine Stimme verändere, meine Stimmlage und genau. Und das dann noch bei Gesang. Also ganz spannend, faszinierend. Ich freue mich drauf, wenn wir da mehr von hören können. Ja, ich arbeite dran. Ich habe jetzt auch noch auf meiner Liste stehen, auf meiner ganz fantastischen, die ich dich alles fragen will, dass du ja jetzt neuerdings auch Autorin bist. Also du hast jetzt sogar schon das zweite Kinderbuch draußen. Und was da ganz besonders ist, es gibt was zum Mitsingen. Also alle Eltern mal herhören. Ja. Man kann nämlich das nicht nur anschauen und seinen Kindern abends vorlesen und das sogar noch in zwei Sprachen, was ja auch toll ist. Also das gibt es in Deutsch und Englisch gleichzeitig, sodass man da auch sagen kann, hey, die Welt ist groß und das eine, das heißt jetzt Bunny und das andere, das heißt Hase auf Deutsch. Und Johanna, erzähl mir doch nochmal was über die Kinderbücher und mit der Musik dazu. Ja, also das kam eigentlich, bei mir wächst immer alles so eins nach dem anderen. Und es kam eigentlich, weil ich für meinen Kinderunterricht, für meinen Musikunterricht angefangen habe, die Sachen selber zu schreiben, weil ich fand es mühsam, bei mir immer was zusammenzusuchen. Und so habe ich angefangen, halt selber die Lieder zu schreiben und auch die, ja, die Aufgaben und so weiter mir selber dazu dann auszudenken. Und dann so ist es entstanden. Ich habe eben eine Hasengeschichte für Ostern gemacht, ein Lied, was aber wie eine Geschichte ist. Und dann dachte ich mir, nee, das müsste ich schöne Bilder dazu haben. Ja. Und es wie so eine Bilderbuchgeschichte, Bilderbuchgestaltung halt zeigen können. Und so kam das dann. Also es war zuerst ein Lied mit einer Geschichte. Okay. Und dann haben wir es zum Kinderbuch gemacht. Und nachdem es zuerst ein Lied war, war es naheliegend, dass wir es aufnehmen und dass man es jetzt auch dann mit QR-Code und so sich einfach anhören kann. Oder auch auf meiner Seite oder auf ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich ein bisschen Musik für Kinderthemen auch zur freien Verfügung quasi habe. Also ihr Lieben, hört gut zu. Ich habe alles verlinkt. Man kann nachher nachschauen in den Shop von Johanna und man kann dort die Kinderbücher bekommen. Und sie hat noch viel mehr Lieder geschrieben, also nicht nur für Kinder, sondern halt, du bist auch aktiv auf einem Ritterfest in Kufstein. Und da gibt es sogar eine ganze CD. Und da ist das neue lustige, fröhliche Kufstein-Lied drauf. Also ihr kriegt einen Link und da kann man alles anschauen und auch alles bestellen. Und ja, wenn ich jetzt wieder an Kufstein denke und die ganzen Choreografien, was mich immer am meisten beeindruckt hat, ist zum einen, dass du ja auch jetzt selbst Musik schreibst und auch deine faszinierenden Feuershows. Magst du uns da noch ein bisschen von erzählen? Weil ich finde es unglaublich beeindruckend, wie Johanna mit einer riesigen Peitsche auf der Bühne steht und martialisch mit diesem Feuerteil diese große Bühne beherrscht. Das ist toll. Ja, also mit diesem Mittelalter, das kam so natürlich durch das Bauchtanzen und dadurch, dass ich ja Sportgymnastik gemacht hatte, hat sich die Fusion irgendwann mal ergeben. Dachte mir, naja, also ich kann ja einige von diesen Sachen von der Sportgymnastik her, von diesen Accessoires, die man dann schwingt und schmeißt, ja. Und so bin ich da reingerutscht und dann, ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich dann auch zuerst gebucht war, aber später war der Veranstalter dann auch mein Ehemann. und so bin ich natürlich da mit Kufstein eng verbunden. Und ja, das mit dem Feuer hat sich dann immer weiterentwickelt
weil mein Mann dann immer sagt, ja, ich muss schon was Neues bieten. Und dann muss ich mir fürs, sonst muss ich wen anders buchen, wenn sich das nicht entwickelt. Das sagt er übrigens zu allen Künstlern, dass da einfach eine Entwicklung passieren muss. Und ja, also musste ich mir immer was Neues ausdenken und habe auch dann auch noch ein paar Verbündete gefunden. Da können wir dann auch Gruppensachen machen. Genau, und ja, als sozusagen als Marktlücke habe ich einfach dann auch das Seilspringen entdeckt, dass man, weil das war eigentlich mein Lieblingsgerät in der Sportgymnastik. Spektakulär, super spektakulär. Mhm. Ja, und das machen einfach weniger Leute und genau, dann kam es dazu. So ist das entstanden. Ja, und das Lied, diese Kufstein-Hymne sozusagen, das kam dann so, weil ich habe ein Jahr lang allen meinen Freunden und Bekannten, wenn die Geburtstage hatten, selber ein persönliches Lied gemacht. Ich dachte mir jetzt, nichts Materielles, sondern ein persönliches Lied, was genau auf sie zugeschnitten ist. So kam das überhaupt auch, also zu dem Komponieren für die Kinder, dass ich angefangen habe, andere Lieder zu machen. Und irgendwann hat halt mein Mann zu mir gesagt, also es ist schon gemein, alle kriegen ein Lied, aber ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich eins über das Ritterfest. So, so kam das. Und ja, im Moment sind wir gerade dabei, jetzt habe ich angefangen, mich in dieses Spiel, Frauen-Spielmanns-Dasein hineinzudenken. Also das hat mich jetzt irgendwie gereizt, ob ich da was machen kann. Und es gibt auf dem Ritterfest eine Taverne, die heißt Taverne zum Roten Drachen. Und dann dachte ich mir, irgendwer muss ja, wenn die Taverne so heißt, muss das eine Geschichte haben, warum die so heißt. Und habe mir da eine kleine Ballade oder Moritat ausgedacht. Mhm. Und die nehmen wir gerade auf und verfilmen sie. Und die Rike macht übrigens das Kostüm für den Drachen dazu, gell? Weil die ist nämlich auch sehr vielseitig. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, wie vielseitig die Rike ist. Genau. Also freut mich auch, dass wir da zusammenarbeiten. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Und dafür machen wir auch diese kleine Videoreihe, weil wir wollen uns alle als Frauen untereinander vernetzen, um neue, schöne, gemeinsame Projekte zu machen. Und wenn ihr Lust habt, jetzt einfach auch noch mal was über dieses Kufsteinlied zu hören und zu sehen, wir hängen mal hinten dran noch das Video, das könnt ihr euch auch noch anschauen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch mal beim Ritterfest. Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank, Johanna. Das hat total Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und ja, wir sehen uns ja ganz bald dann wieder. Wir sehen uns bestimmt beim Ritterfest, weil ihr werdet sicher auch wieder dort spielen und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch total Spaß gemacht, dass ich was erzählen kann. Ja. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind so geil.